Woher hat Jesus seine Macht? Jesus bringt den Menschen etwas bei. Jesus befreite häufig Menschen von bösen Geistern. Einige Leute beschuldigten ihn deshalb: Du kannst diese Geister nur vertreiben, weil du selbst einen viel stärkeren bösen Geist in dir hast, dem sie gehorchen müssen. Wenn böse Geister andere böse Geister vertreiben würden, was würde ihnen das denn nützen? Es ist so, als ob die Oberhäupter eines Staates sich gegenseitig bekämpfen. Das kann nicht lange gut gehen. Irgendwann müssen sie gemeinsam arbeiten oder ihr ganzes Land wird nicht funktionieren und irgendwann zugrunde gehen. Nein, nur Gott selbst hat die Macht, diese Geister zu vertreiben, und von ihm habe ich diese Kraft.